Lektion 168. Deine Gnade ist mir gegeben. Ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Und wow, was hier steht. Er wird seinen Sohn lieben in alle Ewigkeit. Wenn sein Geist weiter schläft, liebt er ihn dennoch. Und wenn sein Geist erwacht, liebt er ihn mit einer Liebe, die sich nie verändert. Und diese Liebe, dass die sich nie verändert, das nehmen wir dann wahr, weil wir wirklich bereit sind, uns mehr und mehr in unserer Wahrnehmung korrigieren, erlöst sein zu lassen. Dass ich wirklich immer wieder erfahre und was im Kurs steht, hey, es geht darum, dass du erkennst, was du dieser gegenwärtigen Liebe in den Weg stellst und dich damit nicht länger identifizierst, dass das dein wirkliches Selbst ist, dieser Widerstand, die Angst, die Gedanken, die Ideen von Vergangenheit. Die Sorge um Zukunft, dass das alles der Abwehrmechanismus ist, dass das alles die Trennungsidee ist und durch solche Gedanken nehme ich dann die Welt wahr und sehe es als bestätigt. Und heute da sein zu lassen, hey, deine Gnade ist mir gegeben. Das ist mir gegeben, deine Gnade in mir, in meinem Herzen. Und wenn ich mich nicht so gesehen dagegen wehre, wenn ich mich hingebe, dann ist das meine Erfahrung, die ich mit allen anderen teile. Dann kann ich erfahren, wenn ich jetzt Anspruch darauf erhebe, was immer heißt, hey, ich bin bereit zu vergeben, mir, der ganzen Welt, allen, allem. Für einen Augenblick will ich nicht mehr recht haben mit meinem Denken, mit dem, was ich glaube, was die Welt ist. Sondern ich will mir aufzeigen, was wirklich gegenwärtig da ist. Und in dieser tiefen, tiefen, tiefen Erlösung, in dieser Hingabe in mein Herz, in das Herz Gottes, da erfahre ich, und wenn für einen Augenblick, wie geliebt ich bin, wie unschuldig, unverletzt, und in dieser Erfahrung weiß ich, dass es auch für alle anderen gilt, weil ich alle habe erlöst sein lassen für einen Augenblick in meiner Wahrnehmung, dass kein Feind da draußen ist, sondern Gott in allen wirkt. Wow, danke. Danke, dass wir das heute üben. Und Gott liebt seinen Sohn. Denn in der Gnade siehst du ein Licht. Heute ist ein neuer und heiliger Tag, denn wir empfangen, was uns gegeben wurde. Und in diesem Empfangen von, hey wow, ich will nicht mehr recht haben, sondern ich bin wirklich bereit für einen Augenblick mir aufzeigen zu lassen im heiligen Augenblick in der Liebe Gottes, dass ich und alle anderen frei sind. Dass Fehler, wenn sie aufsteigen, aufsteigen, um korrigiert zu sein als Fehlschöpfung. Und dass, wenn ich mich erinnere, immer gegenwärtiger, dass ich ewig
in dieser Liebe Gottes bin, dann will ich nur noch diese Liebe ausdehnen, diese Freude, dieses Licht, dieses Lachen. Und deine Gnade ist mir gegeben. Ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Vater, ich komme zu dir und du wirst zu mir kommen, der ich bitte. Ich bin der Sohn, den du liebst. Und dass das unser wirkliches Selbst ist. Und dass wir dem in uns begegnen und dadurch in allen anderen. Danke, danke für dieses, ja, für dieses Üben heute, für diese Hingabe, wirklich anzuerkennen, hey wow, ich bin im Irrtum, wenn ich glaube, dass ich getrennt bin. Und wenn ich bereit bin heute im Üben, hey, deine Gnade ist mir gegeben, ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Und ich lasse dir den Raum, Gott, Vater, wie auch immer, dass ich mich wirklich von dir berühren lasse. Und danke. Alles, wirklich alles voller Liebe.